Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tipps und Trends. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es als erstes wieder um den Radsport. Da begleiten wir ja derzeit das ATV-Team und Friends bei seinen Vorbereitungen für die Allgäu-Rundfahrt. Nachdem nun alle Fragen rund um die Sicherheit mit dem Rad geklärt sind, haben sich meine Kollegen jetzt die richtige Sportkleidung gesucht. Bei Sport Reichmann in Kempten haben sie kompetente Beratung gefunden. Hier weiß man genau, worauf es bei der Auswahl von Trikots, Schuhen und Handschuhen ankommt. Stefan Zipperlehn und Fabian Licher haben sich heute aufgemacht zu Sport Reichmann in Kempten. Das Sportkaufhaus hat eine große Abteilung für Radfahrer. Da sollte sich doch das richtige Outfit für die Allgäu-Rundfahrt finden lassen. Sportexperte Florian Kattan weiß genau, was das Radlerherz höher schlagen lässt. Stefan und Fabian sind auf der Suche nach Trikot und Hose. Doch worauf kommt es bei der Auswahl eigentlich an? Also bei der Hose ist wichtig, dass das Polster einfach für den Einsatz dann auch entsprechend richtig sitzt. Die Hose muss in dem Fall jetzt für dich eng anliegend sein, für die Allgäu-Rundfahrt, dass sie einfach ein bisschen windschnittiger sitzt und das Oberteil dann auch eng anliegend, Funktionsmaterial, atmungsaktiv, schnell trocknend, dass du bei der Abfahrt dann auch nicht nass geschwitzt und frierst dann. Für Stefan ist schnell ein hübsches Trikot gefunden. Und auch für Fabian hängt das Richtige im Regal. Florian Kattan weiß genau, welches. Neben Material und Passform ist auch die Funktionalität wichtig. So bieten Modelle wie dieses im unteren Rückenbereich Taschen für Proviant oder Regenjacke. Und sogar eine Reißverschlusstasche für Wertsachen gibt es. Für lange Ausfahrten ist das alles sicher sehr praktisch. Praktisch ist auch ein Reißverschluss. Das erleichtert gerade im verschwitzten Zustand das Ausziehen des Trikots. Jetzt muss es nur noch passen, also nichts wie los zur Anprobe. Et voilà, die Trikots sitzen auf den ersten Blick schon ganz gut. Auch Florian Kattan ist ganz zufrieden. Stefan empfiehlt ihr aber, noch ein zweites Trikot auszuprobieren. Fabian zieht derweil eine Ecke weiter, denn als nächstes stehen Fahrradhandschuhe auf der Wunschliste. Neben der Größe zählt dabei besonders die Art der Polsterung. Hier weiß Tiano Wilburger Rat, Schaumstoff oder Geleinlage. Also bei der Allgäu-Rundfahrt, je nachdem, wenn du jetzt viel im Training bist oder nicht, würde ich dir empfehlen mit Gel, weil es geht natürlich auch um die Zeit, um Geschwindigkeit und 45 Kilometer schon eine lange Strecke. Und da würde ich dir schon mit Gel, weil du halt auch viel beim Aufstehen, je nachdem, was für eine Steigung du halt eben hast, weil viele vergessen das auch, dass sie teilweise einen Getränkrucksack mit 3, 4, 5 Liter dabei haben oder mit Proviant. Und einfach, dass du halt eben abends dann, wenn du nach der Rundfahrt fertig bist, dass dir die Hände nicht zu sehr wehtun. Während Fabian und Tiano den perfekten Handschuh austesten, hat Stefan das richtige Trikot gefunden. Jetzt sucht er nach einem geeigneten Schuh zum Radfahren. In die Pedale seines Radels lassen sich keine Schuhe einklicken, ist aber kein Problem. Es gibt auch Radschuhe ohne Klicker, die einfach im vorderen Bereich eine steife Sohle haben, dass ja, der Schuh die Aufgabe vom Fuß übernimmt und einfach die Steifigkeit dann auch hat. Den passenden Schuh hat Stefan dann am Ende auch gefunden. Kein Wunder bei der guten Beratung hier bei Sport Reichmann. Einparkhilfe, automatisch abblendende Spiegel, Navigationssystem. Vor ein paar Jahren noch echte Luxusgüter, sind sie heute in fast jedem Auto zu finden. Doch jede technische Weiterentwicklung, die uns das Fahren einfacher macht, muss vor dem Einbau natürlich genau geprüft werden, damit sie kein Sicherheitsrisiko für die Insassen darstellt. Dafür gibt es zum einen Institutionen wie den TÜV, DEKRA oder die GTÜ. Doch auch private Firmen bieten Prüfverfahren an. Darunter auch die FACT GmbH aus Heimatingen. Zu ihren Kunden zählen neben Automobilherstellern auch Formel-1-Teams. Sicherheit, Bewegung, Schnelligkeit. Darum dreht sich alles bei der FACT GmbH. An ihrem Firmensitz in Heimatingen werden komplette Fahrzeuge oder einzelne Automobilteile auf ihre Leistung und ihre Sicherheit geprüft. Hier wird beispielsweise eine Abgasmessung vorgenommen. Je nach Menge der ausgestoßenen Rußpartikel werden die Autos später in verschiedene Schadstoffklassen eingeteilt. Nur eine von zahlreichen Untersuchungen, die das Prüflabor durchführt. Unsere Kunden sind hauptsächlich die Fahrzeugindustrie, Ingenieurbüros, Entwicklungsbüros, Systemlieferanten und Fahrzeugtuner.
einen Raum weiter werden Bremsen bis zur Belastungsgrenze geprüft. Ein Gerät simuliert dabei ein Auto, das 250 Stundenkilometer fährt. Dann wird eine Vollbremsung eingeleitet. Was jetzt geschieht, sollte natürlich nicht passieren. Eine auf der Bremsscheibe aufgetragene Legierung fängt durch die Belastung Feuer. Doch besser, es passiert hier in den Laboren der FACT GmbH als draußen auf der Straße. Die Ergebnisse der verschiedenen Tests werden mit den gesetzlichen Normen und Richtwerten abgeglichen. Dann werden die Bauteile entweder zugelassen oder zur Überarbeitung an den Hersteller zurückgegeben. Besonders wichtig ist dabei, die FACT GmbH ist ein unabhängiges Prüflabor. Sie gehört zu keinem Automobilhersteller. Viele Tests, die in den Laboren ablaufen, sind top secret. Denn hier werden neue Technologien ausprobiert, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit oder gar an die Konkurrenz gelangen sollten. So werden hier in Heimatingen unter anderem auch Bauteile für Formel-1-Rennwagen getestet. Seit der Firmengründung 1996 hat sich also einiges getan. Das hat sich sehr gut dann entwickelt. Bis heute sind wir 170 Mitarbeiter, haben auf der ganzen Welt 8 Prüflabore in China, Italien, Schweiz und Deutschland 4 und sind zu einem kompetenten und geschätzten Partner der Industrie geworden. Besonders stolz ist die Firma auf die eigene Teststrecke am Allgäu Airport. Hier werden beispielsweise Reifen auf ihre Lautstärke und ihre Bremssicherheit getestet. An Steigungshügeln müssen sich Handbremsen beweisen. Und genug zu tun gibt es für die Mitarbeiter auf jeden Fall. Die Auftragsbücher sind voll. Verantwortliche wie Angestellte sind sichtlich stolz auf das, was sie bislang erreicht haben. Es gehört immer viel Gespür dafür und Mut dafür, in die richtige Nische reinzugehen. Und das sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir sind auch bereits im E-Fahrzeugbereich, Hybridbereich, E-Fahrzeugbereich gut aufgestellt. Und jetzt natürlich durch unser tolles Testgelände am Allgäu Airport haben wir die Weichen gestellt für eine gute Zukunft. Dank ihrer innovativen Prüfungsmöglichkeiten und dem großen Know-how ist die FACT GmbH ein kompetenter und verlässlicher Partner für die Automobilindustrie und damit auch ein Garant für ihre Sicherheit auf der Straße. Es ist ein größerer Eingriff im Bereich der Schönheitschirurgie und die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlich. Die Rede ist von der Bauchdeckenstraffung. Dieser Eingriff ist für die Patienten oftmals die letzte Option, um wieder zu ihrer ursprünglichen Figur zurückzukommen. Seit mittlerweile 33 Jahren gibt es die Moser Kliniken. Seither arbeiten die Häuser nach dem Leitsatz Schön für das Leben. Neben Augsburg gibt es auch in Bonn und Wien Häuser der Moser Kliniken. Das Angebot reicht von Faltenunterspritzung über Haartransplantationen bis hin zu ästhetischer Chirurgie. Heute geht es bei uns um die Bauchdeckenstraffung. Wie aufwendig ist denn so ein Eingriff und was muss danach beachtet werden? Der Eingriff ist zeitaufwendig. Das ist einfach viel Arbeit. Das heißt, man muss kalkulieren zwischen 3 und 4 Stunden. Man macht eine große Wundfläche. Ich muss also Drainagen reinlegen, weil immer wieder doch ein bisschen Blut und Gewebeflüssigkeit nachsickert. Das heißt, die Patienten bleiben dann auch 3 Nächte in der Klinik. Dann kommen die Drainagen raus. Und bei der Entlassung legen wir eine Kompressionsmieterhose an, damit die gelöste Haut mit dem Unterhautfettgewebe schnell wieder verwächst mit der Unterseite. Der Eingriff ist nicht kompliziert. Er ist aufwendig, aber nicht kompliziert, insofern nicht, weil in der Schicht, in der man da operiert, da ist nichts Besonderes. Im Gegensatz zum Gesicht, wo ja Nerven sind und Muskulatur und sowas alles. Bei der Bauchdeckenplastik haben wir da keine Gefahr für wichtige Strukturen. Die Nachsorge ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch schon die Information und das Beratungsgespräch im Vorfeld, da legen Sie ja auch ganz viel Wert drauf. Absolut. Deswegen dauern die Beratungen ja auch recht lange, nicht? In der Regel doch 3/4 Stunde. Man will den Patienten kennenlernen in dieser kurzen Zeit, so gut das eben geht. Man will seine Motive nachvollziehen können. Ich muss verstehen können, warum es für den Patienten Sinn macht. Und dann muss ich wiederum, ich entscheide nicht, ob es Sinn macht. Das macht der Patient. Nur er kann die Sinnfrage beantworten. Ich muss dann dazu Stellung beziehen, kann ich das, was er will? Lohnt sich der Aufwand, der finanzielle Aufwand, der operationstechnische Aufwand, der Genesungsaufwand? Oder erreiche ich hier nur so wenig, dass ich abraten muss? Das sind alles Dinge, die muss man
gut erwägen und mit dem Patienten zusammen diskutieren. Denn er soll ja auch verstehen, warum ich auch mal ablehne. Das muss er verstehen. Ich sage vielen herzlichen Dank für diesen Einblick und auch über die Informationen rund um die Bauchdeckenstraffung. Das nächste Mal erfahren wir mehr über die Brustreduktion. Okay. Die Schotten haben es, was den Whisky angeht, nicht leicht. Vor ungefähr 10 Jahren gewann ein japanischer Whisky zum ersten Mal einen wichtigen Preis. Das Whisky Magazine kürte den Yoichi Single Malt zum Besten der Besten. Und nun bekommen sie noch eine weitere Konkurrenz, nämlich aus Deutschland. Ein junger deutscher Whisky vom Bodensee setzte sich auf Anhieb bei den Kritikern durch. Dabei schwingt auch ein Hauch Allgäu mit. Denn der Whisky wird in einem Stadel aus Oberstaufen gelagert. Geduld ist wichtig. Nicht nur bei Whisky, aber da besonders. Bis aus Gerste das wird, was die Schotten Lebenswasser nennen, braucht es einige Vorbereitung und viel Geduld. Mindestens 3 Jahre und einen Tag. So ist es auch hier in Kressbronn am Bodensee. Neben dem Schnapsbrennen ist Martin Steinhauser auch Sammler. Unter anderem sammelt er alte Destillen. Vor einigen Jahren fand er eine Brennerei für seine Sammlung in einem recht mitgenommenen Zustand. Also wenn der Sud vergoren ist, wird dann nachher der Schlauch angeschlossen, wird auf die Destillationsanlage gepumpt. Wir sehen da heran das Malz, das vergorene Malz, wo nachher destilliert wird. Der Alkohol geht nach oben, geht rüber in das Pistorius-Becken. Nach der Destillation ist der künftige Whisky noch eine klare Flüssigkeit. Nun beginnt die längste Phase im Herstellungsprozess, die Reifung. Dann haben wir 2008 einfach mal angefangen, Whisky zu produzieren, ganz kleine Mengen, dass wir wissen, wo wir hingehen. So haben wir nachher halt nach 2009 mehr produziert, dass wir jetzt 2013 im November eine richtige Auflage machen können. Das war die dritte Auflage nachher. Und mit der dritten Auflage haben wir auch gut gepunktet. Eigentlich wollte Martin Steinhauser geduldig sein. 2020 wollte er den ersten Whisky abfüllen. Irgendwann ist mir der Geduldsfaden platzt. 3 Jahre, ein Tag, also November vielleicht, das wäre ein guter Termin. Und da ich Martin heiße und der St. Martin am 11.11. ist mir einfach gekommen, warum nicht 111 Flaschen? Am 11.11. um 11.11 Uhr. Und das haben wir dann durchgezogen. Ob 3 oder 12 Jahre, diese Zeit ist wichtig für den Whisky. In den Eichenfässern entwickelt sich erst die einzigartige Bernsteinfarbe und das Aroma. Wir haben deutsche Eiche, französische Eiche, Sherryfässer, Portweinfässer, alles Mögliche. Und das sind wie beim Koch die Gewürze. Jedes Fass hat andere Aromatik. Ein Mitarbeiter von Martin Steinhauser hat sich 2 Flaschen geschnappt und sie an Fachmagazine geschickt. Mit sofortigem Erfolg. Der Bodensee-Whisky kam auf Anhieb in die Top 10. Er konnte sich sogar gegen schottischen Whisky durchsetzen. Auf den 12-jährigen Bodensee-Whisky müssen Martin Steinhauser und sein Team übrigens nicht verzichten. Denn ein paar Fässer haben sie eingelagert. Dort soll der Whisky bis 2020 reifen. So lange dauert es hoffentlich nicht bis zu unserer nächsten Sendung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Tschüss und auf Wiedersehen.